mind feels sharp as steel. Ready, Watcher. Light. After him, Ichimok. If we don't... Itobak tötet Waldtroll. Wo ist Itobak? Achso, da ist Itobak. You're going to have to carry me the rest of the way. Warum greift der Waldtroll die Antilope an? Oh, auch gut. Ready, Watcher. Oh, und ich habe wieder meinen Kreis, sehe ich gerade. So, kann ich eine andere gerade übernehmen? So wie es aussieht, ja. Sonnenstrahl mal jeder. Und jetzt mach mal eine Kraft der Natur. Ein bisschen Regeneration. Oh, niedrige Ausdauer hier Varias. Er ist auch ziemlich am Arsch, weil er von allem umzingelt ist. Nicht gut. Okay, und ich bin bewusstlos. Ah, Mann. Quicksave laden. Also, die Stelle gerade ist richtig gemein. Ich muss da noch weiter weg und es noch mehr mit Teilen und Herrschen probieren. Also die auf der Seite, die haben wir. Also ziehen wir es mal nach da oben zurück. Okay, Gegner. I'm here. Wrong target. So, die Adrakat ist weg. Zagadi wird gerade von irgendwas kontrolliert. Zagadi, du sollst dich in den Dark haben. Thank you.
something? Stand together. Also die Adrakäfer sind halt richtig, richtig garstig. Hat die Antilope es gerade eben tatsächlich geschafft, einen Troll zu töten? Ja, die Antilope hat es geschafft, einen Troll zu töten. Willpower and good intentions will only keep me upright for so long. Die Antilope heilt sich auch verdammt schnell, ey. So, hallo, ist hier noch jemand, der uns Böses will, oder können wir uns in... Ich hätte dich fragen sollen. Wer steht da noch? Palegina. Halbtot. Noch mehr Adragan. Und ich darf jetzt nochmal den Spielstand laden, weil ich nicht gespeichert habe. Jetzt bin ich etwas genervt. Certainly. Ready, Watcher. Slow and silent. Na, kommt jemand? Ja. I'm here. So, Nummer 1 sind wir los. So, ein Waldroll und die Adragan sind wir los. Kleine Siege sind besser als keine Siege. Ready, Watcher. I'll take a look. Ah, je. My bow's ready. My bow's ready. I'm here. Yeah! Willpower and good intentions will only keep me upright for so long. Grave thou Shelagh believe. Ow. Can't get a good shot with my... Also, das macht schon Damage. Jetzt haben wir gerade den Adrakäfer übernommen, der gestorben ist. Okay. Oh, aber die beiden sind auch übernommen. Okay. Can't get a good shot. Okay, das waren die Gegner hier. Jetzt speichern wir doch nochmal, bevor wir uns um die Adragan hier unten kümmern. If secrets whisper here, I shall listen for them. Ja, vielleicht haben wir Glück und die Adragan verfolgen uns ohne die Erdfäulen. I'm here.
Ja, die da verfolgt uns, oder? Kann ich Feuer übernehmen? Nein, leider nicht. Oh, niedrige Ausdauer hier, Varias, nicht gut. Niedrige Ausdauer Palegina, da ist sogar noch ein Steinkäfer dabei gewesen. Okay, Zagadi ist wieder beim Nahkampf. Ja, auch gut. I must admit, even I have my limits. I need to rest. Absolutely. So, dürfen wir uns jetzt kurz angucken, was die da unten hatten. Oh, einen toten Reisenden mit Rastvorräten. Gut, dann nutzen wir die auch gleich mal. Schadensreduktion. Schaden gegen flankiert Rasten. Du findest dich wieder zurück im Verstand der trauten Mutter. Dieses Mal kommt dir der Ort vertraut vor, und obwohl du fühlst, dass du von diesem Blickwinkel aus zahllose Geburten gesehen hast, erfüllt dich etwas mit Unbehagen. Der Himmel hat sich verdunkelt und der Nebel ist vom Wald emporgestiegen, um dich zu erfassen. Du sitzt in der Falle. Du hörst etwas, der Klang ist merkwürdig dissonant wie sich krümmendes Metall. Das Geräusch bringt dich zum Zähneknirschen, aber als es anschwillt, vertreibt dir die unheimliche Melodie trotzdem das Taubheitsgefühl aus den Gliedern und befreit einen Bereich vom Nebel. Auf die Glocke konzentrieren. Und dann löst sich das Geräusch in einem dumpfen Ton auf. Als es in deinen Knochen widerhallt, siehst du, dass sich deine Hände bewegen. Abermals ziehst du Leben hervor, etwas Warmes und Zerbrechliches, das sich in die Welt kämpft. Diese Szene wirkt vertraut auf dich, ein Moment, den du tausende Mal zuvor erlebt und geträumt hast. Und dennoch nagt etwas Unheilvolles an den Rändern. Konzentriere dich auf das Kind und die Bewegung deiner Hände. Als sich deine Hände bewegen, kannst du den Klang der Glocken laut und deutlich hören. Irgendwo in der Ferne scheint es aber dennoch einen anderen Widerhall zu geben. Wehklagen, Glockenläuten, du kannst es unmöglich heraushören. Das Kind aus dem Mutterleib ziehen. Als das Kind Schub um Schub auf dich zukommt, wirst du von einem unerklärlichen Gefühl der Angst erfüllt. Eine bösartige Präsenz scheint dich zu umgeben und du lehnst dich nach vorne, um das Kind abzuschirmen. Schließlich kommt das Kind nass und rosig von seiner Reise hervor. Als sich das Neugeborene vom Mutterleib in die Welt aufmachte, scheint eine ganze Lebenszeit verstrichen zu sein. Und als du das zitternde Kind wartend in den Armen wiegst, scheint eine weitere zu verstreichen. Das Kind stößt einen Schrei voller Leben aus, voller Seele, während das Geläut der Glocken in seinen Gedanken widerhallt und sie mit Willkommensgrüßen erfüllt. Die Seele an den Rändern verschwommen, als ob du eine Seele aus einer anderen Seele heraus betrachten würdest. Aber sie ist dort, es ist am Leben. Die Frau vor dir weint und greift mit ihrem ersten Schrei nach dem Kind, der Frau das Kind geben. Du gibst ihr das Kind, etwas, das du schon viele Male getan hast, und als sich deine Hände bewegen, erklingt das dumpfe Geräusch und du spürst ein Gewicht an deinen Handgelenken hängen. Du schaust nach unten und siehst winzige und missgebildete Knochen, die an einer Schnur um dein Handgelenk hängen. Sie sind schwerer, als sie sein sollten, und als sie zusammenschlagen, machen sie ein Geräusch wie Totenglocken. Diese Mutter ist sehr auf ihr Neugeborenes konzentriert, als dir Beachtung zu schenken, weshalb du dein Handgelenk schnell hinter deinen Rücken verbirgst. Sie muss es niemals erfahren, darf es niemals erfahren.
Also die Knochenglocken verbirgst, zitterst du, erleichtert mit dem Gefühl eines kühlen Windes, der plötzlich über das Plateau weht auf deiner Haut. Aufwachen. Mhm. Gut, ich würde aber sagen, wir speichern jetzt hier mal. Das wird mal wieder zu lang. Das ist jetzt Let's Play 028. Speichern. Und da sehen wir uns gleich wieder.